Jetzt aber, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Ark Survival Evolved Lost Island. Sie kam ja nun pünktlich raus, hat uns auch gefreut, also mich, viele andere sicherlich auch. Keiner hat damit gerechnet, deswegen ist jetzt auch kollidiert das ein bisschen mit Caballus, aber das ist nicht so schlimm, denn ich spiele Ark sehr gern. Die Map hat einen riesen Vorteil, sie läuft im Stream flüssig. Der Bolt war sehr laut, okay. Ja, und ich hatte auch gerade ein paar Schwierigkeiten. irgendwie hat sich mein Aufnahmeprogramm ja gerade verabschiedet. Also mein Ton war weg. Und ich habe ja auch keine Anzeigen gehabt. Also ich habe nicht gesehen, was ich gerade tue. Aufnahmetechnisch, aber jetzt scheint alles gut zu funktionieren. Ich bin zufrieden. Gut, legen wir mal los. Ich habe mir die Insel schon so ein bisschen im Überflug mal angeguckt. Schickes Ding. Also gefällt mir sehr gut. Muss ich sagen. Ja, mal gucken, was wir hier so alles erleben werden. Das Ganze kommt natürlich auch wieder in Parts, die ich hier nebenbei auch gleich aufnehme, weil da spare ich mir nämlich das Schneiden. Die Zeit habe ich zurzeit leider nicht. Deswegen wird das hier alles in meinem Aufwasch erledigt. So. So, Server-Einstellungen sind ungefähr wie auf Caballus. Nur, dass ich bei Caballus noch ein bisschen an der Nacht schrauben muss. Also da ist ja ein Tag-Server. Also da müssen wir noch ein bisschen Nacht einfügen, sonst haben wir ja den schicken Raptor-Klaus nicht. Jo. Und natürlich sind da so ein paar Lichtmods oder Lampen, was das denn jetzt? Ein paar Lampenmods mit drauf. Die kommen hier dann auch nicht zur Geltung. So. Zacki zack. Legen wir erstmal los. So. Mal ein bisschen was auf Gewicht. Wegnehmen müssen wir auch. Resistenz brauchen wir definitiv. Handwerkliches Geschick. Haben wir auch mal ein bisschen mit dazu. Da geht das Craften schneller. So. Natürlich habe ich ja wieder einmal dieses komplett entsperrende Endergramma. Weil es einfach, ich finde das dann nervig, ne? Also kann auch jeder machen, wie er möchte. Und natürlich leveln wir auch ein bisschen schneller, damit wir auch ein bisschen vorwärts kommen. So, hier wird es ähnlich ablaufen. Weiß gar nicht, ob ich die schon aufmachen kann. Ich glaube nicht, ne? Level 14. Ich glaube mindestens 15. Ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher, aber wir machen es erstmal hier so ein paar Waffen. So, das auf jeden Fall. Licht werden wir nicht brauchen. Das sieht relativ hell aus. Was brauchen wir für den Speer? Feuerstein, okay. Für die Axt glaube ich auch, gell? Ja. Okay. Klamotten können wir auch schon mal basteln. Und für die Schuhe brauchen wir Leder. Na, gucken wir mal. Dann wird jetzt wohl ein Dodo dran glauben müssen. Sorry, mein Freund, aber das ist gar kein Dodo, das ist so ein Düsselvogel hier. Düsselvogel ist böse. Komm her. Ja, ich krieg dich. Ich dachte, wir konnten den so hinterrücks erdolchen, aber es war wohl nichts. Ach, Mann. Na gut. Ich erstmal nicht zu. Aber ja, klar, du auch noch. Also, Alter! Was gemobbst du, Schweinhund? Oh, erstmal hier kurz einen kleinen Verschwindibus. Ach. Brauch mein Speer. Ah, oh, Vogel, gib. Na gut.
gut, die können sich sonst wohin schieben, die Bären. Mann, geh doch mal deiner Wege, du dummer Vogel. Hallo? Boah! Ich mag dich nicht, ich geh weg. Himmel, ich hab dich doch noch einmal getroffen. Gott, ist der nachtragend. Ich möchte mich aber eigentlich auch nicht im Wald flüchten. Hat jemand zufällig eine Ahnung, was die gehören, also nicht die, aber der da, die gehören ja zu dem Weihnachtsspecial Tralala hier. Oh, glaubt der ist sauer? Mir tust du aber nichts, oder? Eigentlich waren sie immer... Oh, der Vogel ist weg. Ja. Na gut. Okay. Ich brauche noch Feuerstein. Na ja. Da ist er. Lass mich. Ich habe auch ein bisschen an den Tierleveln geschraubt, dass wir so ein bisschen höherlevelige Tiere haben. Na mal gucken. Ich bräuchte meinen Stein zum Zerhacken. Das geht glaube ich nicht, aber der geht. So. Gut, das war der erste Fail. Dem dummen Vogel da. Aber das kriegen wir schon hin. Ich glaube die Ressourcen Robustheit ist ein klein wenig zu hoch. Okay, gut. Bisschen Feintuning. Kann ja noch kommen. So. Ja, den auf alle Fälle. Und schneller laufen will ich auch. So. Licht brauchen wir nicht. Ein paar Schuhe. Na? Ein paar Schuhe machen wir uns noch. Können wir eigentlich schon... Steuer das gut. Die kann man auch schon. Zwei Stück. Jawohl. Oh, ein Bogen. Mist, jetzt habe ich natürlich. Oder? Den werden wir doch auch mal gleich uns kredenzen. 36 Pfeile, jawohl. Immer her damit. So. Dann haben wir noch mal einen. Ist das jetzt hier genauso ein Deko-Holfs? Wolfsheulen, ja. Wolfsheulen, wie auf Caballus? Hoffen wir es mal. Ja, die brauche ich jetzt nicht, die Kollegen. So. Sehr wichtig. Und dann müssen wir mal schauen. Halt, das machen wir mal anders. Dann müssen wir mal schauen, dass wir uns den Dingens machen. Und schon mal ein paar Betäubungspfeile. Das wäre doch ein Plan. Ja. Ruf, mein Freund. Sehr robust. Okay. Das Holz gleich noch mit einsacken. Na gut, die Levelgeschichte am Anfang ist natürlich. Da ist ein bisschen mehr los. So. Das ist schon wieder hell. Okay. Na gut. Dann müssen wir mal gucken nach dem Flugtier, aber ich glaube, den Sattel können wir erst ab Level 35, 36 machen. Wir werden sehen. Eigentlich schon so eine Schildkröte killen. Näher, oder? Hoffen wir es mal nicht.
So, wir machen auf jeden Fall noch. Brauchen wir den Kollegen hier. So, Speer haben wir noch nicht ausgerüstet. So eine Schweinerei. Ja. So, schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. So, wir sind hier natürlich im Easy-Gebiet. Die Drops sind noch da. Laufen wir mal rüber. Gucken wir mal, wo wir uns niederlassen, dass wir uns mal ein Bettchen bauen. Für den Fall der Fälle. Dass da nichts schief geht. Ich hoffe, Ton passt zu weit, aber sollte. Der sollte passen. Entschuldigung. Aber ich brauche Fleisch. Ja. Natürlich hat auch kein Sturm, ist doch so gleich. Na komm. Ja. Alter, warum wollte ich nicht? Ja. Jetzt aber. So, kann man jetzt nämlich auch ein Feuerchen machen. Bisschen Fleisch grillen. Oh, gleich 12. Nein, wenn ich glaube, grün kriege ich auf, oder? Das ist blöd. Oh la la. So weit sind wir noch nicht. Aber da klappt es ja schon mal so einiges. So. Wir wandern mal weiter. Wartet mal, ich muss jetzt selber erstmal. Wo sind wir eigentlich? Ach, da oben. Da kam ich. Ah, da ist ein Weihnachtsspooky. Sei es drum. No risk, no fun. Halt. Ja, sag mal. Wusstest du wohl? Sehr gut. Meint ich nicht. Wo ist er denn? Da ist er. Nö. Scheinbar nicht. Gib mir Leder. Sehr gut. Was bist du eigentlich für ein Levelchen, mein Freund? 55. So. Naja. Ich muss sagen, wir gehen einfach mal hier weiter, obwohl ich nach da ein etwas ungutes Gefühl habe, aber. Wir wollen uns ein bisschen umschauen, ne? Deswegen geht's mal hier weiter. Nein, den Dschungel möchte ich noch nicht. Oh, nicht schon wieder. Oh, diese Drecksviecher. Weg, geh weg, geh weg. Obwohl, jetzt habe ich eine Bola. Jetzt könnte ich ihn ja eigentlich. Ah, nee. Nope. Klaufi. Hier
gibt es so viele schöne kleine Inseln. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir uns da eine. Mir fällt gerade ein. Mir fällt gerade ein. Vielleicht können wir uns dann auch ein Boot bauen. Mein Bildchen. Ja, lauf zu. So, das brauchen wir auf jeden Fall. So ein putziges Kajak. Was haben wir denn hier? Parasaurus. Irgendwo. Ich glaube, ich habe zu viel Gerümpel da drauf. Patchy. Da grunzt mir was ins Ohr. So, das ist von der Mod. Okay. Dann brauchen wir noch ein bisschen Holz. Aber ich hatte irgendwo dieses Kajak. Wieso suche ich es eigentlich nicht? Da, guck mal. Stroh. Okay. Stroh brauchen wir. Stroh, Stroh, Stroh. Macht das jetzt Spitzhacke und Baum irgendwie? Na, mal gucken. Testen. Ja. Oh ja, Schmelzöfen brauchen wir und Metall, damit wir uns Metallwaffen basteln können. Beziehungsweise aus der Viking-Mod, die ich mit drauf habe, da gibt es dann Äxte, die so unkaputtbare Äxte. Das sollte schon reichen. Nicht Kajakkanu, ja. Wie auch immer. Oh, da können wir natürlich. Das vereinfacht die Geschichte natürlich. Was? 9 Punkte? Oh, cool. Metallsuche gehen. So, Kajak. Kanu meine ich. Was haben wir hier eigentlich aus dem Drop raus? Ah ja, Narkotiksbombs brauchen wir auch noch. Das brauchen wir eigentlich nicht. Das brauchen wir auch noch nicht. Das brauchen wir nicht. Die brauchen wir schon. Die brauchen wir eigentlich nicht. Genau weg. Die ziehen wir an. Kartoffelsamen brauchen wir nicht. Den Rest werden wir behalten. So. So, so, so. Wo ist denn? Tiefer ins Wasser. So. Ja gut, das macht die Sache doch schon viel, viel einfacher.
Schauen wir mal. Aber wo fahren wir hin? Moment. Ich würde mal sagen, ich eier mal da die Küste längs, ne? Wasser aus an. Schauen wir, ob wir irgendwo eventuell schon mal Metall haben oder finden. Das wäre quasi waffentechnisch. Ah, da meldet sich der Timer. Das ist schön.